So, wir sind jetzt hier auf der ISPO. Mir ist deutlich wärmer geworden, wie ihr sehen könnt. Ich muss schon meine Jacke ausziehen. Und es ist ein bisschen Zeit für Entspannung, würde ich sagen. Und die Sonja erklärt uns jetzt mal ein bisschen was über die Black Roll. Das Ganze ist ja nicht eine typische Black Roll. Was macht die neue Black Roll jetzt hier aus? Also du kannst ja praktisch jede Black Roll nehmen, die du hast. Und da kann man den Booster reinschieben. Das ist einmal, dass es vibriert. Okay. Und das stellst du dann hier an mit einem Doppelklick. Wartest kurz ab, dann geht er jetzt an. Dann merkt man schon vibrieren. Okay. Dann kannst du es hier verändern mit Plus und Minus. Leichter oder nicht so leicht sozusagen. Und jetzt kannst du einfach damit rollern, ein bisschen zur Regeneration. Und wenn es stärker vibriert, hast du damit auch einen Trainingseffekt. Aber ansonsten, wenn du jetzt weniger stark, dann ist es so, dass es die Nervenenden verwirrt und die Schmerzrezeptoren praktisch verwirrt sind und weniger Schmerzen hast. Okay. Genau. Und dann halt die Beine und so, gell? Das ist halt dann schon auch geil, finde ich. Ja, ich mache es eigentlich nur Beine, muss ich sagen. Vor dem Training, nach dem Training, bei den Beinen, also selber bei den Beinen unglaublich viel, nach dem Fußball oder so. Ja, eben, genau. Schon sehr gut. Ja, oder mal wandern auch, oder sowas, genau. Und dann danach schön auspassieren, ist schon geil. Ja. Viel Spaß. Ja, kannst du mal ausprobieren? Sehr gerne. Genau, setz dich einfach mal davor. Genau, lehnst dich da ein bisschen dagegen. Und dann nimmst du die Arme einfach mal in die Bett. Du kannst jetzt auch eine Stelle, wo du sagst, da tust du extrem weh oder da hast du ein bisschen eine Blockade, stehen bleiben und versuche auch so ein bisschen rechts-links zu schaukeln, dass du einfach mal so, genau, dass du ein bisschen Gewicht mehr auf rechts, ein bisschen mehr auf links. Und? Lebst du noch? Ähnlich wie bei der Powerplate ist meine Stimme total kaputt. Genau, okay. Ähnlich wie Powerplate, genau. Wie sieht es hier mit dem Preis so aus? Also was kostet uns das Ding, wenn wir es kaufen? Der Booster kostet 199 Euro und ist in jede Black Roll einzusetzen, die wir da haben. Okay. Und das wäre, wenn das der Trainingseffekt ist, genauso gleich wie wenn auf einer Powerplate im Endeffekt der Muskel kontrahiert durch diese Vibration. Ja genau, aber da musst du halt volle Stärke einschalten. Okay. Genau. Super. Sonja, ich danke dir. Danke dir. Danke. Viel Spaß noch. Danke. Okay, wir sind hier jetzt bei Black Roll gewesen. Und das ist im Endeffekt ein Faszientraining, das dafür sorgt, dass Verklebungen, die um den Muskel passieren, gelöst werden. Das Ganze wurde jetzt neu ausgestattet. Im Endeffekt wird hier eine Vibrationsplatte reingesteckt oder eine Vibration reingesteckt. Dadurch vibriert diese ganze Rolle, was nochmal im Endeffekt den ganzen Effekt verstärkt und auch wirklich sehr, sehr wohltuend ist, das muss man sagen. Und sogar die deutsche Nationalmannschaft benutzt diese Produkte.